Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spreche ich über was ganz Besonderes. Es geht um ein neues Abenteuer, um ein neues Projekt. Also ich freue mich endlich, dass es wieder weitergeht. Ich habe ganz viele Fragen von euch bekommen. Ich habe ja ein Q&A auf Instagram gestartet. Ja, ich freue mich endlich, darüber sprechen zu können. Kommen wir direkt zur ersten Frage, die Zuschauer gestellt haben. Wo ist dein neues Projekt und warum genau hast du dir dieses Gebiet ausgesucht? Also mein nächstes Projekt wird in der Mongolei stattfinden. Ich glaube, viele kennen die Mongolei, haben schon mal davon gehört. Ja, warum mich die Mongolei so reizt, es ist einfach unentdeckte Natur. Ich liebe es, da einfach draußen zu sein, die Natur zu erkunden. Und ich sehe natürlich auch eine große Herausforderung in diesem Land. Ja, ich habe mich natürlich sehr viel mit diesem Land beschäftigt. Und seitdem ich das mache, was ich mache, mit den Abenteuern, schaue ich mir die Weltkarte an und schaue einfach, wo ich die Herausforderungen sehe. Und die Mongolei ist ein Land, womit ich mich auch lange beschäftigt habe. Ja, auch wieder eine große Herausforderung sehe. Wie sieht deine Route oder beziehungsweise dein Weg für diese Reise aus? Das Besondere an dieser Reise oder die ganz große Herausforderung auf dieser Reise wird sein, dass ich auf einer Linie laufe. Das heißt, ihr müsst euch die Karte vorstellen, ich werde eine Linie ziehen, darf nur auf dieser Linie laufen, unabhängig von Wegen, Trails und irgendwelchen Straßen, muss ich alles durchqueren, was quasi auf mich zukommt. Und das wird in der Mongolei besonders schwierig. Das Land ist über viermal so groß wie Deutschland, ist aber ja das dünn besiedelte Land der Welt. Ich werde ganz oft irgendwo nirgendwo sein und das Land ist super vielseitig. Im Norden habe ich das Gebirge. Da werde ich auch eine große Herausforderung haben, gerade mit dieser Linie, weil ich quasi mitten durch die Berge durchqueren muss. Das heißt, ich muss auch ganz viel klettern auch. Wird dieses Projekt von einem Support-Team begleitet werden oder wirst du es wie in Peru wieder alleine machen? Ja, es wird mich ein Kamerateam wieder begleiten. Es wird was Besonderes entstehen. Javier und Lucia werden dabei sein. Die haben mich teilweise auch in Peru begleitet. Die werden natürlich auch filmen und die werden mobil unterwegs sein. Natürlich werden die ganz oft nicht direkt bei mir sein können, weil die mobil unterwegs sind und in der Mongolei, ja, ist schwierig. Gerade durch diese Linie werde ich ganz oft an Orten sein, wo die mit dem Auto nicht hinkommen. Ich werde zum Teil versorgt, diesmal, das erste Mal. Vorher habe ich alles unsupported gemacht, aber ja, ich werde mich mit von Lucia und Javier auch teils versorgen, wenn ich die dann treffe. Ansonsten bin ich mit meinem Rucksack, habe das Nötigste mit dabei, ja, wird oft auch alleine unterwegs sein. Ansonsten wird Javier und Lucia mit dabei sein und mich einfach filmen. Wo siehst du die größte Herausforderung bei dieser Reise? Ja, die größte Herausforderung ist gar nicht die Distanz zu laufen oder der tägliche Lauf an sich. Die größte Herausforderung wird für mich sein, was auch einfach neu für mich ist, ist einfach die Linie zu laufen, die Routenplanung. Ich glaube, vorher habe ich es immer so gemacht, dass ich eine grobe Idee hatte. Und hab dann einfach von Tag zu Tag geschaut. Das geht leider nicht auf dieser Reise. Da musste ich wirklich diese Linie auch so ziehen, dass es auch machbar ist. Also allgemein die Planung war sehr, sehr anstrengend, sehr viel Zeit gekostet. Und das ist das, wo ich die Herausforderung sehe in der Mongolei. Einfach ja, diese Linie zu laufen. Da werde ich ganz oft Schwierigkeiten haben, aber ich werde immer einen Weg finden. Wie viele Kilometer wirst du absolvieren und was glaubst du, wie lange du für diese Reise benötigen wirst? Also diese Linie ziehe ich von Nord zum Süden. Also ich starte im Norden an der russisch-sibirischen Grenze, laufe dann einmal quer durch die Mongolei zur chinesischen Grenze. Das sind dann ungefähr quasi Luftlinie 1000 Kilometer, die ich laufen werde. Und ich werde auch wieder jeden Tag eine Ultramarathon-Distanz laufen. Also ich werde ungefähr, kann ich nicht vorher sagen, wie viel ich am Tag laufen werde. Aber wenn es jetzt 60, 70 Kilometer am Tag wären, dann würde ich 2 Wochen ungefähr dafür brauchen. Wo wirst du während deiner Reise schlafen? Ja, es wird nicht anders möglich sein in der Mongolei. Ich werde da sehr, sehr selten irgendwo eine Unterkunft finden auf meinem Weg. Wie gesagt, das Land ist sehr dünn besiedelt, deswegen werde ich draußen übernachten und zelten. Was war das Schwierige bei der Planung zu diesem Projekt? Ja, wie schon gesagt, bin ich eigentlich ein Fan davon, alles so ein bisschen spontan zu machen auch und gar nicht so groß oder ins Detail zu planen, aber das ging jetzt nicht auf dieser Reise, da musste ich wirklich ins Detail planen, gerade die Route über Google Earth, ja, Kilometer zu Kilometer schauen, was auf mich zukommt. Deswegen würde ich sagen, ja, allgemein die Routenplanung durch die Mongolei und allgemein produktionell wird das so sein, dass ich die Produktion übernehme. Da sind jetzt, musste ich mir noch viel mehr Gedanken machen, als jetzt einfach nur, um mich körperlich vorzubereiten. Das ist auch ganz viel Planung auch. Was ist wichtig an deiner Ausrüstung und worauf hast du geachtet? Ja, mit der Zeit habe ich natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt durch meine vorherigen Reisen, Abenteuer. Da habe ich dann gelernt, was ich dann besonders brauche und was unverzichtbar ist. Ich habe natürlich mein Equipment dabei, womit ich laufen werde. Ich habe meinen Laufrucksack und da immer das Nötigste mit dabei. Ich habe
Live-Tracker, um das Ganze natürlich auch zu tracken und damit mich mein Team auch immer wieder findet. Ansonsten natürlich auch immer Wasser und Nahrung immer für den Tag auch mit dabei. Ansonsten nicht viel, weil ich kann nicht so viel Gewicht mir rumschleppen, weil ich halt laufen möchte. Was wirst du im Vergleich zum Peru-Projekt ändern oder vielleicht auch besser machen? Anders ist wie gesagt nochmals die Route bei der Peru. Da habe ich halt die grobe Idee gehabt, ich wollte Peru umrunden, wollte durch alle Regionen laufen, aber auf dieser Reise, wie gesagt, muss man alles ins Detail planen mit der Linie und das ist das, was ich anders machen musste. Ansonsten bin ich körperlich fit, ich habe mich gut darauf vorbereitet und bin auch zuversichtlich, dass ich das schaffen kann und ansonsten ist, wie gesagt, bei dem, was ich tue, sehr viel Kopfsache und bei meinen Abenteuern ist es immer so, das ist mein persönlicher Wettkampf. Und dann, wenn es losgeht, dann funktioniere ich einfach und ich mache es ja auch. Das ist das Ungewisse. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, was alles auf mich zukommen wird, aber das ist auch das Spannende daran. Deswegen begebe ich mich einfach in die Situation und schaue einfach, was passiert. Du hast gerade das Thema Kopfsache angesprochen. Kommen wir mal zum Thema Mindset. Wie schwierig ist das, den Kopf ganze Zeit aufrecht zu erhalten und zu wissen, so viel noch laufen zu müssen, die ganze Zeit mit sich alleine? Wie verbringt man die Zeit? Hört man Musik oder was macht man da auch die ganze Zeit? Ja, erst einmal muss man sagen, ich mache das aus purer Leidenschaft. Also anders könnte man sowas gar nicht schaffen. Bevor es losgeht, ist so ein Schalter, den ich umschalte. Ja, quasi in Abenteuermodus komme ich dann, wo ich mir dann einrede, wo ich mir dann sage, so Savas, jetzt wird es auch mal unbequem. Du wirst auch mal Schmerzen haben. Die wird mal kalt sein, die wird heiß sein, du wirst Hunger haben. Wie auch immer und ich kann mich dann noch besser drauf einstellen, habe dann immer auch das Ziel vor Augen, bin dann halt von Anfang bis zum Ende auch fokussiert und ich genieße auch die Zeit, weil ich diese Zeit auch schätze. Werden wir vorab schon Einblicke zu deinem Lauf bekommen? Ja, was daraus entsteht, steht jetzt noch nicht fest. Also Javier und Lucia werden da sein. Die machen einen richtig geilen Job, wie man mit dem letzten Film auch schon gesehen haben. Genau daraus entsteht, wo der Film dann irgendwann zu sehen sein wird, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das wird man dann sehen, aber das, was Gutes entstehen wird, da könnt ihr euch sicher sein. Aber was neu ist, ich werde parallel dazu aktiv hier auf YouTube sein. Ich werde selbst auch filmen mit der GoPro und werde euch noch viel mehr Einblicke zeigen, behind the scenes. Ja, werde euch auf jeden Fall noch intensiver mit auf die Reise mitnehmen. Es werden zweimal die Woche Videos kommen auf meinem Kanal, jeden Mittwoch und Sonntag und da werde ich euch ja, ganz viele Einblicke zeigen auf YouTube. Das, was Javier und Lucia am Ende zaubern, sage ich mal, das kommt dann am Ende. Da könnt ihr euch dann ganz zum Schluss freuen. Welchen Tipp kannst du allen Läufern, Träumern und ehrgeizigen Menschen auf dieser Welt mitgeben? Mein Leben hat sich komplett verändert. Der Moment, wo ich überhaupt rausgefunden habe, wer ich eigentlich bin und wo ich eigentlich hin möchte. Dieser Moment hat mein Leben verändert, weil mein Leben lang war ich auf der Suche nach einer Bestimmung. Mit dieser Radreise quasi damals habe ich das Abenteuer einfach lieben gelernt, habe gemerkt, das ist voll mein Ding, habe es dann weiter verfolgt, ja, bis ich dann irgendwann mich komplett darauf fokussiert habe, obwohl ich damit keinen Cent verdient habe. Deswegen rate ich jedem anderen auch, finde raus, wer du bist, was du machen möchtest und halt daran fest. Ich habe auch ganz oft Momente gehabt, wo es einfach nicht danach aussah, als wenn ich irgendwie was damit erreichen könnte. Habe nicht aufgegeben, habe einfach weitergemacht. Einfach der Wunsch so groß ist, das zu machen, was ich mache. Savas, ich danke dir für dieses Video. Ich würde sagen, im Namen aller Zuschauer und Fans wünschen wir dir viel, viel Erfolg. Komm mit schönen Bildern zurück, komm gesund zurück. Gewähr uns Einblicke, die wir noch nicht erahnen können in der Mongolei auf deiner Reise und ich gebe dir das Schlusswort für deine Zuschauer da draußen. Ja Leute, erstmal vielen Dank für den bisherigen Support, das ganze Feedback. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das auch motiviert, die ganzen Nachrichten, die ich bekomme oder euch persönlich treffe, will euch was zurückgeben und euch einfach mit auf meine Abenteuer mitnehmen. Würde mich freuen, wenn ihr das weiterhin supportet. Für mich bin ich noch ganz am Anfang, verglichen zu dem, was ich eigentlich noch alles vorhabe, fange ich gerade erst an. Freue mich auf die Zukunft, freue mich jetzt erstmal auf das Projekt. Das Ungewisse, wie gesagt, der ganz große Reiz. Um mich zu unterstützen, abonniert diesen Kanal, ist kostenlos. Ihr könnt das weiter verbreiten, liken, kommentieren. Let's go!